Ein freundliches Grüß Gott von eurem Andi. Heute, ja, nicht mehr nur angekündigten Mario Marathon, sondern einem normalen Video. Es hat sich so manches, mancher Zwischenfall ergeben, sagen wir es so. Man kann schon einen Zwischenfall nennen. Ich war beim Fußballspiel Hoffenheim gegen Hertha am vergangenen Wochenende. Und ja, ich bin kein Hoffenheim-Fan. Ich bin eigentlich bin ich VfB-Fan. Aber man eine Möglichkeit hat, ins Stadion zu gehen. Und es war durchaus für neutralen Zuschauer ein spannendes Spiel. Dann tut man sich das auch mal an. Ja, wie man sieht, ich fange gleich wieder mit dem lila Kometen an. Das ist vielleicht, ja... Ja... Jetzt nicht unbedingt das Spannendste, aber ich muss die Kometen so ein bisschen nehmen, wie sie kommen. Weil sonst kriege ich da am Ende Probleme. Und ich glaube, das hier geht auch ein bisschen flotter. Musiktechnisch finde ich auch ganz große Klasse. Da, da, da. Ja. Ich glaube, das ist auch eins von den herausfordernden Münzen sammeln. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ja. Man sieht's, es ist eins von den Herausforderungen. Weil wenn ich ihr nicht alle krieg... Nein, 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 nein! Na, hab ich's verkackt. Ei, ei, ei. Oh, oh, oh. Ja, eigentlich kann ich jetzt schon drauf gehen, weil jetzt habe ich nicht alle. So wie ich das in Erinnerung habe, muss ich wirklich alles sammeln. Dann gehen wir mal einen freiwilligen Selbsttod. Ich glaube, etwas unglücklich, dass ich das hier zuerst mache. Mit der Anzahl an Leben. Aber ich will ja auch nicht zu viel Zeit brauchen. Ja, das ist jetzt eine brandaktuelle Aufnahme. Also jetzt, wenn ihr das Video seht, das ist von gestern, von Sonntag. Meine Stimme ist auch nicht die beste. Ich habe nicht geschrien gestern im Stadion. Ich habe mir das in aller Gemütlichkeit angeguckt. Und ja. Und ja. Und ich hasse Münzen sammeln. Habe ich das schon mal erwähnt? Oh. Ha. Zurück, 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 zurück. Nein! Das gibt's doch nicht. Gucken wir doch gerade mal, ist das genau... das ist echt... Das ist das schwierigste Münzen sammeln, was es gibt. Oh Gott! Mama, musste ich wirklich heute anfangen? Das hat was von einem Sweet One. Wo wirklich alles auf den Punkt klappen muss. Jetzt sieht man mir fehlen 11 Münzen. Der Kollege erklärt mir das wahrscheinlich. Klasse. Noch ein kleines Stück. Ja, ja, ja. Ja. Ich meine, an sich sah es ja nicht so kacke aus. Komm, wir probieren es jetzt doch nochmal. Ich habe eigentlich schon überlegt, ob ich jetzt nochmal erstmal andere Levels mache. Aber an sich gleich zu Beginn, gleich am frühen Morgen, die optimale Herausforderung. Es soll einem ja nicht langweilig werden. So. Noch läuft's nach Plan. Noch läuft's nach Plan. Dieser blöde Tennisball nervt auch nicht. Ich muss ziemlich weit vorne stehen. Damit ich auch im Notfall zurückgebliebene Münzen holen kann. Warum bin ich da drunter durch? Oh. Oh, oh, oh. Oh. Läuft doch gut, läuft doch gut, läuft doch gut, läuft doch gut momentan. So Kopfübung ist auch nicht ganz einfach. Und hoch und im Kreis. Gut. Jetzt kommt der erste Rückwärtssalto.
Timing, Timing, Timing! Ah, jetzt bin ich freiwillig nochmal reingestürzt. Nein, ich komme da nicht durch! Ich komme da nicht durch! Nein! Nein! Oh! So ein Dreck. Ich hätte die eine Münze zurückgelassen. Jetzt gucke ich mal nach dem Freiwilligen. Kann ich eigentlich auch so ein Level raus? Theoretisch? Ja. Telekom ist auch noch da. Sehr schön. Auf ein neues. Ich wollte ja eigentlich das Tempo ein bisschen beschleunigen, aber wie man sieht. Da hat es endlich mal ein Level mit lila Münzen, das relativ schnell geht und der Andi verkackt. Das ist Schicksal. Ja, jetzt machen wir noch nicht lang rum. Jetzt klappt's, jetzt bin ich mir ganz sicher. So, alles eine Frage des Timings. Alles eine Frage des Timings. Hier sieht's noch gut aus. Den Anfang hatte ich vorhin auch schon ganz gut drauf. Na, die Münze ist kacke. Oha. Ja. Noch sieht's gut aus. Noch sieht's gut aus. Wobei, soweit hatte ich's ja vorhin auch. So, jetzt würde ich für ein Rückwärtssalto vorbereiten. Geschafft! Ja, erster passt, erster passt. Ja. Und Smeddy auf zu schreiben, ich grüße dich ja. Hallo Smeddy. Nein, ich habe abgelenkt. Smeddy, du Arschloch. wo geht's weiter? Ach da, scheiße. Ja. Es passt doch, yes. Oh, Halleluja! Wen ihr fragt, den ich da beleidige, der Kollege Smeddy Leiden ist auch mit auf dem Teamspeak-Server, wo ich gerade bin. Und ich glaube, da schreibt er gerade ganz nette Sachen. Ach ne, da schickt YouTube-Videos an meinen Freund Cannelloni, die gerade zusammen sich amüsieren. Apropos Werbung. Scheiße, wenn ich jetzt Werbung von Autumn Cup mache, ist das ja zu spät. Egal. Guckt seine Videos. Das hat er verdient. Auch wenn er ein Drecksack ist. Ich wollte hier bleiben. Gehen wir gleich nochmal in die Kampffelsengalaxie. Holen dann den einen Stern noch. Hier, die Bedrohung. Hört sich interessant an. Hört sich vielleicht sogar nach dem Endboss-Fight an. Zumindest sowas in der in der Nähe. Oh, Maulwurf. Oh. Wie war das nochmal? Weit weggehen und dann Stampf. Genau. So. Hier unten hat so kleine Drehwürmer oder so in etwa. Hier, zack, zack. Ja. Sagen, ihr habt zurzeit echt wieder richtig Bock auf Super Mario Galaxy, das hier jetzt vollends durchzuspielen. Aber was will man machen? Die Zeit, Beruf, etc. lässt da leider nicht viel zu, gerade wenn es jetzt wie dieses Wochenende ist. Dass man auch noch eigentlich den kompletten Samstag verbraucht. Natürlich für etwas, was einem dann im Nachhinein gesehen auch wirklich Spaß gemacht hat. Das ist das Positive. Aber sonst, ja. Da bleibt nicht mehr viel Zeit übrig. Da muss jetzt eben vormittags hier am frühen Sonntagmorgen diese Aufnahme gemacht werden. Komm her. Komm her. Ja. Na, verkackt.
Und ja, vielleicht gelingt mir auch nur was unter der Woche. Eigentlich hatte ich für diese Woche 3 Videos geplant. Vielen Dank. Zur Belohnung zeige ich dir eine Abkürzung. Verwandlung! Abkürzung? Hätte es auch einen langen Weg gegeben, frage ich mich. Na egal. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, jetzt am frühen Sonntagmorgen für mich die Aufnahme. Unter der Woche hoffe ich, dass ich nochmal was hinkriege, weil eigentlich sind, wie gesagt, für diese Woche 3 Videos geplant. Wie oft ich mich jetzt schon wieder wiederholt habe. Ja. Aber jetzt heute, so vor dem Moto3-Rennen, vor allem, das ich jetzt angucken will, dann gleich, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich will da hoch. So, danke. Ja. Ich denke, man merkt es auch, ich bin einfach Motorsport-Fan. Zieh mir alles Mögliche rein. Jetzt dann eben auch Moto3, MotoGP, da wo der WM-Kampf noch spannend ist. Ja, ich weiß, was ich tun muss, aber irgendwie reagiert es nicht. Ui, ui. Ja. Und dann will man sich eben auch die Zeit für nehmen. Ja. Ja. Nimm an, die fehlen die Worte. Das merkt man gerade, oder? Ein bisschen Konzentration muss dann doch hierher. Für dieses Auf und Ab und was auch immer und. Drecksack. Jetzt wird er zerquetscht. Alles ein bisschen hier verworren. So, aber hat doch ein bisschen was. So 2D-Abschnitte finde ich echt ganz nett. Da bin ich auch gespannt, wie das in Super Mario 3D World umgesetzt wird. Wow. Wow. Ja, jetzt sieht's echt raumschiffmäßig aus. Wo kommen wir denn jetzt hin? Ich weiß gar nicht, ob dieses Blinken, dieses, wenn links eingefügt werden, auch so durchkommt. So. Uno, due. Das hat jetzt echt hier was von Star Wars, oder? Okay, bis auf die Schwerkraft, aber. Ja. Und natürlich muss wieder alles explodieren. Das ist. Ja. Übernimmt man halt gern aus verschiedenen Filmen. Oder allgemein, weil es stylisch ist, ich weiß auch nicht. Irgendwo habe ich, glaube ich, so einen Megapilz verpasst, aber das kriegen wir jetzt so hin. Das kommt, denke ich, jetzt auch einigen von euch ein bisschen bekannt vor. Weil, ja, jetzt kommt wieder das schöne Kreisel vom Begoman-Stamm. Das wäre eigentlich der erste Endkampf gewesen. Den zweiten haben wir jetzt irgendwo im Loft geschafft, erledigt. Nur hier ist es natürlich ein bisschen einfacher noch, weil der Kreislauf als der Elektrozaun auch vollständig ist. Aber man sieht, die größte Schwierigkeit ist er jetzt nicht unbedingt. So, perfekt. Damit haben wir in dieser Galaxie schon fast alle Sterne. Das war Nummer 68. Jetzt fehlt, glaube ich, noch ein geheimer, ein versteckter Stern. Der ist aber, glaube ich, nicht so geheim. Mal in die erste. Oh, jetzt haben wir hier. Oh, oh, oh. Ja, gut. Ich muss die Kometen nehmen, wie sie kommen, wie gesagt. Dann nehme ich lieber auch die. Sind aus der Sternstaubgalaxie.
Lila Münzen des Sternenstaubs. Ich hoffe, das ist auch ein bisschen aufregend, so wie das ist gerade vorhin. Aber, sieht nicht so aus. Wobei die Musik ist jetzt wieder so turbomäßig. Kann sein, dass es auf Zeit geht. Oh ja, ist doch ein bisschen schneller. Ich habe keinen Plan, wo ich jetzt überall hinrennen muss. Vor allem, weil die Plattform erst kurzfristig auftauchen, ist es etwas, nicht ganz einfach. Hui, das war eng. Aber nicht groß drüber nachdenken, einfach mal rennen. Und ja. Aber bis jetzt sieht es doch eigentlich ganz easy aus. Zehn fehlen wir noch. Oh, ach, da drüben. Hier rum. Huh. Da hätte ich den Sprung beinahe verpasst. Ja. Das Zeitlimit war doch sehr gnädig, muss man sagen. Ach so, scheiße, jetzt muss ich in der Zeit auch noch zurückkommen. Gut. Nee, da geht's glaube ich nicht lang. Bin ich Schwung gesprungen? Bin ich jetzt dann zurück? Hallo? Hallo? Hier. Ja, perfekt. Kann man trotzdem sagen, das Zeitlimit war eigentlich recht billig. Aber immerhin bin ich jetzt schnell fertig geworden. Also so können sie das gern machen mit den 100 Münzen. Nicht so wie im Honigbienenkönigreich, wo man ja echt nur auf der Suche ist und ewig lang unterwegs ist.